Wir kommen nun zur Frage 17 und das Wort hat der Fragesteller, Herr Abgeordneter Hans-Jürgen Müller von Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, hat die Landesregierung vor, die herausragende Position, die Hessen hinsichtlich des Flächenanteils im Ökolandbau innehat, aufzugeben? Vielen Dank. Zur Beantwortung darf ich Herrn Staatsminister Jung das Wort erteilen. Sehr geehrter Abgeordneter Müller, wir hatten ja im letzten Plenum in der Debatte schon die Gelegenheit, genau diese Frage miteinander auszutauschen. Aber ich sage auch hier gerne nochmal, dass die Landesregierung weiterhin die freie und marktgerechte Entscheidung der Betriebe bezüglich ihrer Anbauweise unterstützen wird. Man muss immer beachten dabei, dass die übergeordneten Rahmenbedingungen regionalen Besonderheiten zur Entwicklung des ökologischen Landbaus vielfältig sind und von unserer Seite aus nur partiell beeinflusst oder gesteuert werden können. In unserer Verantwortung unmittelbar sind eigentlich nur zwei Förderinstrumente, nämlich die Direktförderung und die Beratung. Das machen wir auch weiterhin, aber andere wesentliche Faktoren wie etwa Nachfrageentwicklung nach Ökoprodukten, die Wettbewerbssituation, die strukturellen sowie naturräumlichen Voraussetzungen und der übergeordnete spezifische Rechtsrahmen sind ebenfalls wesentliche Bestimmungsfaktoren für die Anbauentscheidungen der Betriebe, die wir nicht unmittelbar beeinflussen können. Vielen Dank. Und es gibt eine Nachfrage des Abgeordneten Müller. Sie haben erneut das Wort. Ja, dann, Herr Staatsminister Jung, hätte ich konkret die Frage, ob die Teilnehmer an den hessischen Halm-Programm, also an dem Agrarumweltprogramm Halm, im Sinne der Planungssicherheit mit den Ihnen bereits mitgeteilten Förderhöhen rechnen können. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben erneut das Wort. Wir haben im Halm-Programm bisher noch keine Änderungen vorgenommen, reden jetzt über die neue Richtlinie und kann Ihnen aber sagen, dass wir gleichzeitig nicht das Ziel von Ökolandquoten verfolgen werden, weil der Versuch auch in den letzten beiden Koalitionsverträgen gescheitert ist. Wir haben statt 10% Erhöhung, die wir angestrebt haben, nur 1,7 geschafft, weil eben die Einflussmöglichkeiten von Seiten der Landesregierung nur sehr begrenzt sind. Und deswegen werden wir uns nicht an starren Quoten festhalten, werden gleichwohl im Bereich der GAP und vor allen Dingen auch in der zweiten Säule im Halmprogramm natürlich weiterhin die Förderung von Ökolandbau betreiben, aber wir haben auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir das gleichartig mit dem konventionellen Landbau betreiben wollen, weil wir eben auf der ganzen Landesfläche ökologisch sinnvollen Landbau betreiben wollen und nicht nur auf einem Teil der Fläche, den wir dann qualifiziert haben. Vielen Dank. Und Herr Müller, Sie haben erneut das Wort. Ja, mir war das jetzt am Ende doch noch nicht konkret genug, also so aus Sicht der Landwirtschaft, womit Sie rechnen können. Ich meine, es gibt ja noch den Koalitionsvertrag und da ist die Rede von einer schrittweisen Anpassung der Förderhöhen für Ökolandbau an den bundesdeutschen Durchschnitt. Und da möchte ich Sie mal fragen, die Bundesländer können das ja selber bestimmen, weil sie auch unterschiedliche Bedingungen haben in ihren Ländern. Hessen hat auch andere Bedingungen als Niedersachsen oder Bayern. Woher kommt das Ziel, zu einer bundeseinheitlichen Prämie zu kommen? Weil es doch eigentlich wirklich Ländersache ist, jeweils angepasste Prämien festzulegen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Jung. Sie haben erneut das Wort. Ich habe jetzt offen gestanden nicht genau verstanden, worauf Sie hinaus wollen, Herr Müller. Sie haben davon gesprochen, dass wir gesagt haben, wir wollen im Bundesdurchschnitt liegen. Wir liegen nach meiner Kenntnis die Zahlen für 2023, auch wenn man sie in der Zeitung lesen kann, da sollen wir eine Quote von 16,6% erfüllen, liegen uns offiziell noch nicht vor. Davor lagen wir auf Platz 3 in Deutschland, damit über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Aber auch das ist jetzt kein großer Erfolg unsererseits, weil auch da das gilt, was ich vorhin gesagt habe. Unsere Einflussmöglichkeiten sind begrenzt auf die Quote. Wir betreiben die Förderung weiter, wir betreiben die Beratung weiter. Wir begrüßen auch jeden, der ökologischen Landbau betreiben möchte. Aber für uns gilt am Ende ökologisch sinnvoller Landbau. Ein gesamter Klimaschutz soll auf der ganzen Landesfläche betrieben werden und nicht nur in den qualifizierten Bereichen. Vielen Dank. Für eine Nachfrage darf ich das Wort an den Abgeordneten Sippel von Bündnis 90 Die Grünen geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, wollen Sie dann an der Höhe der Förderung für den Ökolandbau festhalten? Vielleicht danach noch mal sehr konkret gefragt.
Herr Staatsminister, Sie haben erneut das Wort. Auch hier, genauso wie bei den Förderkriterien nach der Heimrichtlinie, überprüfen wir alles, was wir bisher haben. Wir werden sicher auch an einigen Stellen einiges verändern. Wir werden mit Sicherheit auch Kriterien verbessern oder andere überprüfen. Aber auch alles das können wir erst hier bekannt geben und veröffentlichen, wenn die Entscheidungen getroffen sind. Vielen Dank. Mir liegen nun keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann rufe ich auf die Frage 18 und darf der Abgeordneten Kaja Künkel von Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen. Frau Künkel, drücken Sie bitte. Genau, danke schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wird die Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes zur Sonntagsöffnung von vollautomatisierten Verkaufsflächen zeitnah kommen oder wird, wie von der SPD geäußert, lediglich eine ergebnisoffene Prüfung angestrebt? Vielen Dank. Das Wort hat Frau Staatsministerin Hofmann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes wird Gegenstand dieses Hauses sein, dieses Parlaments, dass das voraussichtlich beschließen wird. Das sind zumindest die Informationen, die Sie alle haben müssten aus dem entsprechenden Fachausschuss. Es ist so, dass die Fraktionen von SPD und CDU im Ausschuss angekündigt haben, einen eigenen Vorschlag, einen eigenen Gesetzentwurf einbringen zu wollen. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat am 28. Februar diesen Jahres deshalb entschieden, dass eine Anhörung zu den Gesetzentwürfen, und zwar zu dem angekündigten als doch dem schon anhängigen Gesetzentwurf der FDP, im Juni stattfinden soll. Das heißt, es gibt schon einen konkreten Termin und einen Fahrplan für das Gesetzgebungsverfahren. Ich bin also optimistisch, dass eine zeitnahe Lösung gefunden wird. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich der Abgeordnete Mayer von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Herr Mayer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich freue mich über diesen Fahrplan. Schön wäre es, wenn wir diesen Fahrplan nochmal ausgerollt bekämen. Vielen Dank. Wenn vollautomatisierte Verkaufsmodule wie Theo-Märkte nicht die Nahversorgungslücken im ländlichen Raum schließen sollen, wie will die Landesregierung dafür dann sorgen, dass die Nahversorgung im ländlichen Raum verbessert wird? Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Sie haben erneut das Wort. Lassen Sie mich zunächst noch mal auf die konkrete Frage, auf den angekündigten Gesetzgebungsentwurf eingehen. Und dann gehe ich ergänzend auf Ihre Anschlussfrage ein. Aus Sicht der Landesregierung vor dem Hintergrund der engen verfassungsrechtlichen Grenzen muss eine möglichst von allen Betroffenen breit akzeptierte und rechtlich tragfähige Lösung entwickelt werden. Dabei gilt es, sowohl die wirtschaftspolitischen Aspekte des freien Wettbewerbs aller Handelsbeteiligten sowohl die verfassungsrechtlichen Leitplanken des generellen Sonn- und Feiertagsschutzes einzubeziehen. Lassen Sie uns auch nicht vergessen, dass unser Auftrag und unsere Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ein rechtssicheres und kluges Handeln ist. Ich gehe fest davon aus, dass der angekündigte Gesetzentwurf von CDU und SPD genau diesen Gedanken und diesen Leitplanken Rechnung tragen wird und selbstverständlich setzt sich die Landesregierung darüber hinaus auch für die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum. Sie wissen, dass die Stärkung des ländlichen Raums in all seinen Facetten, in all seiner Breite auch Schwerpunktthema dieser Landesregierung ist. Vielen Dank. Für eine weitere Nachfrage hat die Frau Abgeordnete Kaja Künkel das Wort. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Beantwortung der Frage. Der FDP-Gesetzentwurf ist ja da sehr klar. Er will den Theomärkten ermöglichen, sonntags auch zu öffnen. Das finden wir gut, deshalb haben wir uns diesem angeschlossen. Können Sie denn sagen, ob der CDU-SPD-Gesetzentwurf den Theomärkten auch ermöglichen wird, sonntags zu öffnen? Entschuldigung, bevor wir in der Sitzung weiterfahren, möchte ich noch kurz den Hinweis geben, dass auf der Besuchertribüne nur mit ausdrücklicher Genehmigung gefilmt werden darf. Ich bitte also darum, dass das Material, was jetzt fotografiert oder gefilmt worden ist, bitte gelöscht wird. Ich weiß nicht, ob das gerade angekommen ist. Ich wiederhole es kurz nochmal. Nochmal der Hinweis. Wenn auf der Besuchertribüne Fotos oder Videos gefertigt werden, benötigt man dafür eine ausdrückliche Genehmigung. Ich bitte darum, dass das Material nicht genutzt wird. Wir fahren jetzt in der Sitzung fort. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete,
Es ist das erklärte Ziel der hessischen Landesregierung, eine sonn- und feiertägliche Öffnung für voll automatisierte Verkaufsflächen, die an Sonn- und Feiertagen ohne den Einsatz von Personal auskommen, durch eine Änderung des hessischen Ladenöffnungsgesetzes zu ermöglichen. Ich gehe fest davon aus, dass dem, was im Koalitionsvertrag so auch ausdrücklich festgeschrieben ist, dem Gesetzentwurf, dem angekündigten Gesetzentwurf von CDU und SPD nachgekommen wird. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete Schad von der CDU-Fraktion. Herr Schad, Sie haben das Wort. Frau Ministerin, ich wollte gern von Ihnen wissen, wie denn ein Gesetzentwurf konkret aussehen müsste, damit eine Ladenöffnung von kleinen Supermärkten sonn- und feiertags verfassungskonform ausgestaltet wäre. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Sie haben erneut das Wort. Herr Schad, vielen Dank für diese Nachfrage, weil Sie genau sozusagen das verfassungsrechtliche Spannungsverhältnis ansprechen, in dem das hessische Ladenöffnungsgesetz sich mit der Änderung auch bewegen muss. Es ist klar fest durch auch gesicherte Rechtsprechung, aber jetzt auch höchstrichterliche Rechtsprechung festgehalten, dass der Sonntagsschutz auch der Arbeitsschutz entsprechend durch einen entsprechenden Gesetzentwurf gewährleistet muss. Das heißt, auch entsprechende Schutzniveaus, Schutzschranken sozusagen vorgesehen müssen. Dem muss ein Gesetzentwurf hinreichend Rechnung tragen, ohne dass man das Blick, und zwar den Blick für das, was man erreichen will, nämlich eine entsprechende behutsame, rechtskonforme Öffnung der Ladenöffnung, ohne dass man das am Ende aus dem Blick verliert. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich der Abgeordnete Al-Wazir gemeldet. Herr Al-Wazir, Sie haben das Wort. Frau Ministerin, Sie haben gesagt, dass der Fahrplan im Ausschuss zum FDP-Gesetzentwurf schon steht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Plant denn die Landesregierung jetzt einen Änderungsantrag zum FDP-Gesetzentwurf? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Achso, genau. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Herr Al-Wazir, ich glaube, Sie haben mich da falsch verstanden. Ich habe eben ausgeführt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass Sie dem Ausschuss nicht angehören. Deswegen stelle ich das für Sie noch mal klar. Und zwar der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat am 28. Februar diesen Jahres entschieden, dass eine Anhörung zu den Gesetzentwürfen zum einmal dem, der schon eingebracht ist, der FDP, aber es wurde auch ein Gesetzentwurf von CDU und SPD angekündigt, dass eine Anhörung zu diesen Gesetzentwürfen im Juni stattfinden soll. Es gibt also schon einen festen Termin, einen festen Fahrplan, der im Fachausschuss verabredet wurde. Vielen Dank. Es sind keine weiteren Wortmeldungen möglich. Deswegen rufe ich auf die Frage 19 und darf Herrn Abgeordneten Steinratz von der CDU-Fraktion das Wort erteilen. Herr Steinratz, wenn Sie, genau, danke schön. Sie haben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützen Sie die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern in der Herzwiederbelebung? Vielen Dank, Herr Staatsminister Schwarz, Sie haben das Wort. Ja, lieber Herr Abgeordneter Steinratz, vor dem Hintergrund, dass in Deutschland im Jahr etwa 65.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden und nur knapp 40% der Fälle Ersthelfer mit der Wiederbelebung beginnen, ist es das erklärte Ziel der hessischen Landesregierung, die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zur Wiederbelebung zu fördern, damit sie im Alltag lebensrettende Maßnahmen einleiten können. Dieses Ziel verfolgen wir mit Nachdruck und Weitblick. Zu Beginn des Schuljahres 2023/24 wurde deshalb das Modellprojekt Wiederbelebung in Schulen gestartet. Schülerinnen und Schüler werden hierbei Kenntnisse über den Ablauf der Methode Prüfen, Rufen, Drücken vermittelt, um im Notfall spontan Erste Hilfe zu leisten und damit Leben retten zu können. Zudem sollen ihnen Berührungsängste vor der Durchführung einer Wiederbelebung genommen und Interesse für weiteres Engagement auf dem Gebiet geweckt werden. Wir achten diese Methode, die überdies auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand beruht, als den besten Einstieg für unsere Schülerinnen und Schüler, zumal sie Laien in die Lage versetzt, an jedem Ort, auch an solchen, an denen es etwa keine Defibrillatoren gibt, Erste Hilfe zu leisten. Das Modellprojekt wird an 30 weiterführenden Schulen im zuständigen Bereich der staatlichen Schulämter für den Landkreis und die Stadt Kassel, für den Land-Dill-Kreis
und den Landkreis Limburg-Walburg sowie für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt durchgeführt. Die teilnehmenden Schulen bieten den Wiederbelebungsunterricht in allen Klassen der jeweiligen Jahrgangsstufe 7 an. Insgesamt erreichen wir damit schon jetzt rund 130 Klassen mit etwa 3.100 Schülerinnen und Schülern. Der Unterricht wird von Lehrkräften durchgeführt, die im Rahmen einer Fortbildung zur Umsetzung des Wiederbelebungsunterrichts angeleitet werden. Die erforderlichen Fortbildungen fanden im Oktober 2023 statt und orientierten sich am Standard der sogenannten Herzensretterbranche. Darüber hinaus wurde den Schulen im Schulportal ein Video zum Einsatz im Unterricht sowie eine umfangreiche Handreichung zur Gestaltung des Unterrichts zur Verfügung gestellt. Der Wiederbelebungsunterricht für die Schülerinnen und Schüler nimmt in der Regel 90 Minuten in Anspruch und es ist in verschiedenen Phasen unterteilt. Nach einer Einführung in die Thematik folgen die Erläuterungen zur Methode Prüfen, Rufen, Drücken, sodann folgen das Vorgehen bei ausbleibender Reaktion der oder des Verletzten und das Trainieren der Herzdruckmassage mit Hilfe der Reanimationspuppen. Der Unterricht schließt mit der Sicherung des Gelernten ab. Für die Durchführung der Fortbildung und der Wiederbelebungsschulung wurden jeder teilnehmenden Schule im Vorfeld je nach Bedarf bis zu 4 Reanimationspuppen durch mein Haus zur Verfügung gestellt. Die teilnehmenden Schulen sollten den Wiederbelebungsunterricht bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2023/24 umsetzen, weil wir darüber hinaus die Hessische Lehrkräfteakademie mit einer Evaluation des Modellprojekts beauftragt haben, um aus der Praxis zu erfahren, was wir hinsichtlich des weiteren Ausbaus berücksichtigen sollten. Den Schulen ist freigestellt, in welchen schulischen Rahmen sie den Wiederbelebungsunterricht anbieten. Besonders in Frage kommen der Biologie- oder der Sportunterricht sowie Projekttage. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich der Abgeordnete Schleich der AfD-Fraktion gemeldet. Herr Schleich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatsminister. Vielen Dank für die Beantwortung. Der Deutsche Rat für Wiederbelebung befürwortet ein Wiederbelebungstraining ab dem 4. Lebensjahr. Meine Frage ist, wird die Landesregierung das Wiederbelebungstraining ab dem 4. Lebensjahr, wie vom Deutschen Rat für Wiederbelebung empfohlen, fördern? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben erneut das Wort. Herr Abgeordneter, ich nehme Bezug auf die Beantwortung der Frage an den Kollegen Steinraths. Wir verfolgen ein Gesamtkonzept bezüglich der Reanimierung, bezüglich der Wiederbelebung. Allerdings sind wir mit den 30 Pilotschulen, die wir derzeit haben, gut aufgestellt und werden das mit diesen 30 Schulen weiterentwickeln und weitere werden hinzukommen. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich der Abgeordnete Sippel von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Herr Sippel, wir sind schon ein eingespieltes Team. Sie haben das Wort. Dankeschön, Frau Präsidentin. Herr Minister, können Sie denn sagen, an wie vielen Schulen es Defibrillatoren schon gibt und ist es geplant, das weiter auch auszuweiten? Vielen Dank. Herr Staatsminister, Sie haben erneut das Wort. Konkrete Antworten sind immer gute Antworten. Deswegen äußere ich mich gerne auf die Frage Defibrillatoren. Das Anbringen und der somit mögliche Einsatz von Defibrillatoren erfolgt in der Verantwortung der Schulträger. Sofern diese in den Schulen angebracht werden, sollte ihr Einsatz auch über die Schule thematisiert werden, beispielsweise durch den Schulsanitätsdienst oder Erste-Hilfe-Kurse. Es gibt Geräteanbieter, die da derzeit sehr aktiv auf Schulen zugehen. Wir haben uns aus den bereits zuvor genannten Gründen gemeinsam mit den Hilfsorganisationen zunächst dagegen entschieden, vor allem um keine zusätzlichen Berührungsängste mit der Wiederbelebung zu schüren. Vielen Dank. Für eine erneute Frage hat sich Herr Steinraths zu Wort gemeldet. Herr Steinraths, bitte schön. Ja, vielen Dank.
Setzt das Land beim Wiederbelebungsunterricht auch auf die Erfahrung außerschulischer Partner, so wie etwa Hilfsorganisationen? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben bitte das Wort. Herr Abgeordneter Steinratz, das Land baut hier auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Nachfragen vor. Damit rufe ich auf Frage Nummer 20 und darf Herrn Abgeordneten Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen will sie konkret ergreifen, damit für die Legalisierung von Cannabis klare Regelungen für den Dienstbetrieb gefunden werden, wie es auf Seite 60 des Koalitionsvertrages nachzulesen ist. Vielen Dank. Herr Staatsminister Professor Poseck, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter Frömmrich, die Erhaltung und Stärkung der Gesundheit der Beschäftigten sowie Unterstützungsmaßnahmen bei Suchtkrankheiten sind wichtige Anliegen im Bereich der Fürsorgepflicht des Dienstherrn und des Arbeitsschutzes. Das Land Hessen verfolgt als Dienstherr ebenso das Ziel, dem schädlichen Gebrauch von Suchtmitteln am Arbeitsplatz entgegenzuwirken. Gefährdungen der eigenen Person und anderer Personen sowie negative Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität müssen ebenso vermieden werden. Besondere Gefahren birgt der Missbrauch von Sucht- und Betäubungsmitteln im Dienstbetrieb, vor allem beim Umgang mit Waffen, Munition und Fahrzeugen. Der Bundestag hat am 23. Februar den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum kontrollierten Umgang mit Cannabis gebilligt. Mit dem Gesetzentwurf soll Konsumentinnen und Konsumenten der Umgang mit Cannabis erleichtert werden, sowie privater Eigenanbau, gemeinschaftlicher, nicht gewerblicher Eigenanbau und die kontrollierte Weitergabe von Konsumcannabis durch Anbauvereinigungen an Erwachsene zum Eigenkonsum ermöglicht werden. Geplant ist ein gestuftes Inkrafttreten der Reform. So soll das Gesetz insgesamt am 1. April in Kraft treten. Die Vorschriften für den gemeinschaftlichen Eigenanbau in den sogenannten Anbauvereinigungen sollen erst am 1. Juli in Kraft treten. Die Innenministerkonferenz hat an dem Gesetzentwurf und der damit einhergehenden Freigabe von Cannabis deutliche Kritik geübt. Die Innenminister der Länder hatten sich parteiübergreifend und geschlossen gegen diesen Schritt ausgesprochen. So besteht bei allen Innenministerinnen und Innenministern der Länder Einigkeit, dass der polizeiliche Aufwand durch den Gesetzentwurf deutlich steigen und die bereits stark belastete Polizei durch Vollzugs- und Kontrollaufgaben des Gesetzes mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert wird. In der vergangenen Woche haben sich die Fachausschüsse des Bundesrates mit dem Gesetzentwurf befasst. Wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, haben sowohl der Gesundheitsausschuss als auch der Innenausschuss als auch der Rechtsausschuss für die Anrufung des Vermittlungsausschusses plädiert, um eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs an bestimmten Stellen zu erreichen. Dabei haben sich auch grüne Politiker, wie beispielsweise der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach, für die Anrufung des Vermittlungsausschusses ausgesprochen. Von daher bleibt jetzt zunächst das weitere Verfahren abzuwarten. Ungeachtet dessen kann ich Ihnen jedoch versichern, dass die Landesregierung für den Fall des Inkrafttreten dieses Gesetzes die erforderlichen Regelungen zum Schutz der Beschäftigten und zur Gewährleistung und Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes treffen wird. Sie sprechen hier auf den Koalitionsvertrag an. Ich glaube, Sie haben diesen Teil des Koalitionsvertrages auch schon ein wenig ins Lächerliche gezogen. Ich sage Ihnen ganz deutlich, es handelt sich dabei um ein ernstes Thema, das wir angehen werden, damit ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb möglich ist. Vielen Dank. Für eine weitere Nachfrage hat sich der Abgeordnete Frömmrich erneut zu Wort gemeldet. Herr Frömmrich, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrter Herr Staatsminister, ich habe nach den Regelungen in Ihrem Koalitionsvertrag gefragt und die ist relativ eindeutig. Vielleicht lese ich sie Ihnen noch mal vor. Auf Seite 60 ist zu finden, für die Legalisierung von Cannabis müssen wir klare Regelungen für den Dienstbetrieb finden. Punkt. Und da habe ich gefragt, welche konkreten Regelungen Sie zu treffen beabsichtigen. Und diese Frage haben Sie mir nicht beantwortet, sondern Sie haben auf die Bundesregierung verwiesen. Aber wie Sie Ihre eigene Koalitionsvertrag umsetzen wollen, darauf haben Sie nicht geantwortet. Da bitte ich doch darum, dass Sie mir die beantworten, die Frage, welche Regelungen gedenken Sie zu treffen?
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben erneut das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Frömmrich, ich habe zunächst auf die bundesrechtliche Lage Bezug genommen, weil diese für die hessischen Ausführungsregelungen naturgemäß Relevanz hat. Und auf der bundesrechtlichen Seite sind noch nicht alle Fragen geklärt. Von daher bleibt dieses weitere Verfahren auch abzuwarten. Aber selbstverständlich werden wir als Land Hessen die entsprechenden Regelungen treffen. Dazu kann beispielsweise gehören, dass der Konsum von Cannabis am Arbeitsplatz verboten ist und auch im Vorfeld von wichtigen Arbeitserledigungen nicht gestattet ist. Diese Regelungen werden wir angehen zum Schutz der Bediensteten, zum Schutz der Arbeitsabläufe und selbstverständlich werden wir die insoweit notwendigen Regelungen auch mit den entsprechenden Personalvertretungsgremien besprechen. Zunächst warten wir aber ab, wie dieses Gesetzesvorhaben auf Bundesebene weiter behandelt wird. Vielen Dank. Als nächstes liegt mir eine Nachfrage des Abgeordneten Al-Wazir vor. Herr Al-Wazir, bitte, Sie haben das Wort. Herr Staatsminister, abwarten ist ja jetzt keine Option mehr, weil der Deutsche Bundestag hat ja beschlossen. Insofern frage ich Sie, wie sich denn die Landesregierung verhalten wird im Bundesrat am 22. März. Das ist übernächsten Freitag. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Al-Wazir, zunächst haben sich die Fachausschüsse des Bundesrates mit dem Gesetzesvorhaben beschäftigt. Dort hat sich das Land Hessen entsprechend den Meinungen in den Ressorts positioniert. Ich glaube, Sie kennen das aus eigener Regierungstätigkeit, dass das Abstimmungsverhalten für den Bundesrat kurz vorher in einer Koordinierung festgelegt wird und diese Koordinierung wird noch stattfinden. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich Abgeordnete Sippel von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, wie sieht denn die Regelung für den Dienstgebrauch von anderen Suchtmitteln aus? Weil wir haben ja nicht nur Cannabis als ein Suchtmittel, was jetzt wahrscheinlich legalisiert wird, sondern ja auch schon bereits legalisierte Suchtmittel. Wie sieht denn da die Regelung aus? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben erneut das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Sippel, dazu gibt es natürlich auch schon Regelungen, beispielsweise auch in Dienstvereinbarungen. Darauf wird man auch aufbauen können. Dazu gehört beispielsweise auch ein Alkoholverbot in Dienststellen und jedenfalls bei bestimmten Diensthandlungen selbstverständlich. Und das kann auch Vorbild für Regelungen zu Cannabis sein. Und nun noch mal zum Abschluss hat das Wort der Fragesteller, Herr Abgeordneter Frömmrich. Sie haben erneut das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich hätte noch eine Verständnisfrage, beziehungsweise können Sie da erhellen, das zu geben, wie denn dieser Passus, den Sie gefunden haben, der hat ja keinen Einklang gefunden unter dem Punkt Gesundheitsschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern der steht ja unter der Überschrift, ich darf zitieren, Berufsbeamtentum bewahren und fortentwickeln. Und da habe ich mich gefragt, wie dieser Passus zu Cannabis unter diese Überschrift zu subsumieren war. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Vielen Dank. Und Herr Staatsminister Professor Posek, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Frömmrich, ich habe Ihnen bereits deutlich gemacht, dass es uns darum geht, die Bediensteten zu schützen, dass es uns darum geht, den Dienstbetrieb zu schützen. Das kommt auch in der Verortung im Koalitionsvertrag zum Ausdruck. Wir werden jedenfalls sinnvolle Regelungen zur Umsetzung treffen, die diesen Vorgaben entsprechen. Vielen Dank. Wir sind nun am Ende der Fragestunde angekommen.